Ich war in den letzten 12 Monaten Vollzeit-YouTuber, habe über 100.000 Abonnenten dazu gewonnen, mehrere Millionen Aufrufe generiert und ein paar tausende Euros verdient. Ich durfte mit Persönlichkeiten wie Vincenzo Grifo, Steffen Baumgart oder auch Patrick Ebert verrückte Videos drehen. Warum der Beruf als YouTuber doch nicht so einfach ist, wie es für alle da draußen scheint, welchen Stress man sich damit antut, warum alle YouTuber da draußen Versagensängste haben, wie ich es geschafft habe, von meiner Leidenschaft zu leben und wie du da draußen es auch schaffen kannst, das alles erfahrt ihr in genau diesem Video. Viel Spaß! Wer von euch da draußen kann sich auch ein Leben als Vollzeit-YouTuber komplett vorstellen? Aber was ist, wenn ich dir sage, dass das Leben gar nicht so einfach ist, wie du es dir vorstellst? Anfang des Jahres 2023 habe ich mir das Ziel gesetzt und habe gesagt, 12 Monate lang ziehe ich jetzt komplett durch. Ich fokussiere mich auf YouTube, ich fokussiere mich auf Social Media und sehe, wohin die Reise überhaupt führen kann. Aber lass uns erstmal zum Anfang des Kapitels springen. Anfang 2023 hatte ich knapp 400 Follower mit YouTube. Das heißt, ich war noch ein Niemand. So kam mir eine atemberaubende Idee. Dadurch, dass ich einige Leute kenne, habe ich mir gedacht, wie wäre es, wenn du einige Profifußballer interviewst, und habe mein Format Erzähl mal an den Start gebracht. Über einige Kontakte und mit ein wenig Magie habe ich es geschafft, ein paar berühmte Gäste ranzukriegen. Und der erste im Jahr 2023 war kein geringerer als Steffen Baumgart. Das Jahr hat begonnen, mein Experiment. 12 Monate als Vollzeit-YouTuber und dann so einen absoluten Banger. Da kannst du dir doch denken, es kann doch nur nach oben gehen. Aber wartet bis zum Schluss, denn da werden noch einige Momente kommen, wo ihr euch denkt, wie hast du das bloß nur geschafft zu verkacken. Dieses Video war mit der Startschuss, wo ich gesagt habe, okay, die Quali ist nicht so gut, das musst du weiterbringen. Das Jahr geht weiter und ich war bei zahlreichen Stadionbesuchen und habe das Spiel von Borussia Dortmund gegen FC Chelsea gesehen. Und wer von euch kann sich an das Traumtor von Adeyemi erinnern? Genau, auch da war ich gewesen. Aber lass uns zu den Punkten kommen, die vielleicht auch extrem wichtig sind für dieses Video. Denn allein von Stadionvlogs und Interviews mit Fußballern wirst du deine Community nicht begeistern. Und auch wenn, möchtest du immer weiter dich entwickeln, beziehungsweise das ist mein Anspruch, und habe mir was Geiles überlegt, wo ich sage, das könnte den Zuschauern gefallen und das gab es vielleicht auch noch so nicht auf YouTube. Ich habe 100 Profifußballer angeschrieben und sie gefragt, ob sie in meinem Format mitmachen wollen. Aber es war nicht ein ganz normales Video, sondern es war das Video, was mit mein erfolgreichstes war. Und zwar nicht von den Aufrufzahlen, sondern von der Resonanz. Ich habe mit diesem Video knapp 3000 Follower bei YouTube generiert, habe knapp 700 Abonnenten bei Instagram gemacht. Und wenn wir schon dabei sind, dann lasst doch gerne mal ein Follow auf Instagram da und abonniert unbedingt diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Sommer 2023, ich fliege nach Istanbul und habe dort zwei geile Drehs mit Profifußballern. Bin ich in das Interview mit Yannick Stark gegangen, habe ein geiles Interview mit Tunay Torun gedreht und durfte mir weitere Lebensgeschichten und auch Werdegänge von Profifußballern erzählen, wo ich mir vor einem Jahr nicht mal ausgemalt hätte, dass ich mit diesen Fußballern überhaupt an einem Tisch sitzen darf. Voller Energie, voller Tatendrang und voller neuer Ideen bin ich in Berlin angekommen und habe gesagt, ich muss eine Roomtour drehen. Denn so viele haben mich von euch gefragt, wie sieht es denn hinter den Kulissen bei Kevin from the Block aus? Wie sieht das berühmte Erzählmal-Studio aus? Nach diesem Video ist bei mir etwas passiert, wo ich gehofft habe, dass es nie passieren wird, und zwar sind mir die Ideen ausgegangen. Und ich glaube, ich spreche für alle Content-Creator, wenn ich euch sage, dass das Schlimmste ist, was dir passieren kann. Ich habe es 3 Monate lang nicht geschafft, ein einziges Video hochzuladen. Ich war in einem Loch, ich habe mich leer gefühlt, ausgelaugt gefühlt. Die Erzählmal-Folgen waren cool. Stadionvlogs konnte ich aktuell nicht machen, weil wir in der Sommerpause waren. Ich habe immer mehr Fußballer angeschrieben. Viele haben nicht geantwortet. Viele haben auch abgesagt. Und ich muss sagen, in diesem Moment nimmt das dir jede Energie raus. Denn du lebst einfach für die Zahlen. Du lebst dafür zu wachsen. Die Sommerpause war zu Ende und ich habe mich zusammengerappelt. Ich habe gesagt, ey, weißt du was? Du hast dir dieses Projekt vorgenommen. Du hast gesagt, du bist 12 Monate Vollzeit-YouTuber. Habe versucht, aus meinem ganzen Content, den ich bis jetzt hatte, verschiedene Shorts hochzuladen, alles zu schneiden, die besten Clips, um einfach nicht zu stagnieren. Habe dann den Kontakt zu Roberto Hilbert gefunden, der mir auch geantwortet hat und mir zugesagt hat, dass er eine geile Folge mit mir drehen wird. Der Mann ist deutscher Meister geworden, hat gegen Thierry Henry, gegen Lionel Messi, gegen Ronaldinho, gegen die Besten der Welt hat er schon gespielt. Ich durfte ein geisteskrankes Video drehen und wenn ich heute rückblickend gucke, würde ich sagen, dass das mit Abstand das beste Video auf meinem ganzen Kanal war. Dort hat von Technik bis Ton bis zur Gesprächsführung einfach alles gepasst. Dieses Video war für mich einfach perfekt. Bis auf die Aufrufzahlen. Die waren mal wieder nicht perfekt. Aber man muss sagen, ich bin dankbar dafür. Das Video hat knapp 6000 Aufrufe und abgesehen von den Aufrufzahlen kann ich sagen, dass ich mich bis zu dem Zeitpunkt extrem weiterentwickelt habe. War beim vielleicht verrücktesten Heimspiel aller Zeiten. Die Türkei hat in Berlin gegen Deutschland gespielt und ich muss sagen, das war alles andere als ein Heimspiel. Habe das vielleicht zweitverrückteste Heimspiel aller Zeiten gesehen. Bayern München gegen Galatasaray Istanbul in der Allianz Arena, wo knapp 40.000 türkische Fans waren, wo ich mich frage, wie kann das nur passieren? Aber es ist passiert und es war eine geisteskranke Stimmung. Und ich durfte mir vielleicht einen kleinen Traum erfüllen. Als Hertha-Fan durfte ich mit dem ersten aktiven Hertha-Spieler drehen, und zwar Deo Sefolk. Und an dieser Stelle, was ist Deo eigentlich für ein geisteskrank verrückter Typ? Der hat so ein geiles Video mit mir gedreht und nicht nur eins, sondern wir haben 3 Videos gedreht für euch. Welcher Profi da draußen, der so viel zu tun hat, nimmt sich Zeit und dreht 3 Videos mit einem YouTuber, der nicht mal 10.000 Follower zu dem Zeitpunkt hatte?
Was habe ich in den 12 Monaten erreicht? Und vor allem die allerwichtigste Frage für euch da draußen, was habe ich in genau 12 Monaten YouTube verdient? Zunächst ist mir wirklich sehr, sehr wichtig zu erwähnen, dass ich das alles mit Leidenschaft mache und natürlich versuche immer nicht auf die Zahlen zu gucken, aber leider es irgendwo als Content Creator nicht geht, auch wenn es jeder von sich da draußen behauptet. Ich habe mich in den letzten 12 Monaten extrem weiterentwickelt. Meine größten Fehler, ich habe zu viel mich mit anderen YouTubern und Content Creatern verglichen und habe immer gesehen, okay, seine Videos machen Aufrufe, meine nicht. Aber an dieser Stelle muss ich dir da draußen sagen, hör auf, dich mit anderen zu vergleichen, denn jeder hat einen anderen Weg. Ich bin von woanders gestartet, als ein anderer gestartet ist. Ich habe meinen Kanal bei 0 Followern begonnen, haben andere eine riesen Reichweite durch Freunde oder was auch immer geschenkt bekommen, aber es gibt auch einige, die es da draußen auch aus eigener Kraft geschafft haben. Und an dieser Stelle musst immer du dir da draußen bewusst sein, dass wenn ein anderer es schafft, dann ist auch wirklich nur er oder beziehungsweise ich selber dafür verantwortlich. An zweiter Stelle habe ich gelernt, dass du dich immer weiterentwickeln musst. Natürlich habe ich die Videos begonnen mit Steffen Baumgart, wo ich erzählt habe, dass die ersten 30 Minuten einfach verschwommen war. Von wem ist das die Schuld da draußen? Von Steffen Baumgart? Ganz wahrscheinlich nicht, sondern meine eigene. Und an dieser Stelle habe ich gelernt, du musst dich immer weiter verbessern, egal in welchem Bereich. Und wie lernst du das alles? Schau bei den erfolgreichen YouTubern, was sie machen und versuch dir dort das anzueignen, was sie gut machen. Ich denke, das Mindset-Thema sollte man auf jeden Fall hier nicht außer Acht lassen, denn als YouTuber oder generell als Selbstständiger hast du ständigen Erfolgsdruck. Du bist danach orientiert, Zahlen zu erreichen. Das Ziel ist es, Geld damit zu verdienen und erfolgreich zu werden. Ich muss sagen, ich habe in den letzten 12 Monaten wirklich Vollzeit YouTube gemacht. Das bedeutet, ich habe nebenbei nicht gearbeitet. Ich muss von diesen Einnahmen leben. Und wenn ich das nicht erreichen kann, dann kann das der Untergang für mein privates Leben sein. Kommen wir vielleicht zum interessantesten Part dieses ganzen Videos und zwar, was habe ich in 12 Monaten Vollzeit YouTube überhaupt verdient? Rein mit YouTube habe ich in 12 Monaten 4.029,98 € verdient. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich in dem ersten Teil des Jahres mehr verdient mit den Videos, weil ich dort auch regelmäßiger hochgeladen habe und die Videos auch viel, viel mehr Aufrufe gemacht haben. Man muss sagen, das Video mit Steffen Baumgart hat knapp 100.000 Aufrufe. Das Video mit Vincenzo Grifo hat knapp 100.000 Aufrufe. Ich habe in diesem Jahr auch 3 Placements gehabt, wobei ich sagen muss, bei den Placements darf ich nicht ganz genau sagen, was ich verdient habe. Ich kann euch aber sagen, es war ungefähr das anderthalbfache von dem, was ich auf YouTube verdient habe, dann könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, ich habe im Jahr 2022 knapp 8.000-9.000 € verdient. Kann man davon leben, wenn man es auf 12 Monate runterrechnet? Ich glaube nicht. Die Erzählmerfolgen werden weiterkommen. Es sind wirklich aufregende und spannende Gäste für 2024 geplant. Es sind weiter Selbstexperimente geplant, denn ich habe nach dem Video gemerkt, wo ich 100 Profifußballer angeschrieben habe. Ich habe die Qualität zu schneiden. Ich weiß, wie das funktioniert. Und ich denke auch, dass ich geile Ideen habe, um euch da draußen zu entertainen. Und das ist doch wohl das Allerwichtigste bei diesem YouTube-Geschäft. Es werden zwischendurch auch immer mal wieder Food-Videos kommen. Einfach aus dem Grund, weil ich Bock daran habe, Essen zu testen. Und jeder von euch da draußen liebt Essen. Ich möchte mich mit anderen weiteren Fußballern connecten. Ich möchte mich mit weiteren Influencer connecten, wo auch sehr, sehr geile Projekte geplant sind. Ich wünschte, ich könnte euch alles jetzt schon sagen. Aber seid einfach gespannt, denn dieses Jahr wird alles zerreißen. Und abschließend möchte ich noch eine Sache sagen. Wenn es in diesem Moment vorbei sein sollte und ich jetzt mit YouTube aufhören sollte, aus welchem Grund auch immer, dann kann ich sagen, es war die geilste Zeit in meinem Leben und ich habe so viele aufregende Dinge gelernt und bin an dieser Stelle auch einfach nur dankbar für diese ganze Reise. Das war's zum Experiment 12 Monate Vollzeit-YouTuber. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like auf das Video da. Abonniert diesen Kanal kostenlos, damit ihr auf gar keinen Fall mehr exzellente Videos von Kevin from the Block verpasst. Ich werde euch genau hier oben jetzt eine verrückte Erzählmerfolge markieren und hier oben werde ich euch das coole Experiment markieren, wo ich 100 Profifußballer angeschrieben habe. Das war's mit dem Video, bis zum nächsten Mal.